On that same issue, there was a in the former zum selben Thema. Republic in East Germany, there was a in der früheren DDR gab es so eine ganze Reihe von Witzen. Radio station called Radio Erevan. And, von sogenannten Radio Erevan. Und da gab es mal eine Frage an Radio Erevan. Ist es wahr, dass die Vereinigten Staaten und NATO eine neue Superwaffe entwickelt haben, die die ganze Sowjetunion und ihre Alliierten in einem einzigen Tag zerstören können? Und die Antwort war prinzipiell ja. Aber warum so viel Anstrengung, wenn 10 cm Neuschnee reichen? Und was du gerade angesprochen hast mit der Sonne und anderen Faktoren, die das Wetter beeinflussen, das sollte ein Weckruf sein für die Leute, die das schon länger verfolgen. Wir haben eine Frage von einem unserer Aktivisten von Baden-Württemberg im Südwesten Deutschlands, dass die letzten Wochen natürlich sehr kalt gewesen sind, überall. Und das hat 3 Dutzend Länder erwischt. In Europa und Asien wurden da sehr schwer überrascht und erwischt. Ist das wegen unserer Sonne oder wegen dem Klimawandel, wie das in den Medien gesagt wird? Aber ist es nicht auch ein Zeichen, dass wenn wir die Kriegsgefahr überwinden und die grüne Politik überwinden, resulting, for instance, from the shutting down of nuclear power. Also auch die wirtschaftliche Zerstörung, die durch die ich würde zur Frage noch hinzufügen, dass es ja auch um den Nahrungsmittelvorrat geht. Denn der ist natürlich sehr gefährdet durch diese Art von Politik, die wir machen. Besonders jetzt im Frühling in den Vereinigten Staaten, aber auch in anderen Ländern durch das Wetter. Wenn du auf diese Fragen auch noch eingehen könntest. Ich glaube, dass es sehr klar ist, dass die grünen Politik, die Umweltschutzpolitik zu einer Art Denken gehört, die nicht erlauben würde, dass die Menschheit weiter fortschreitet. Das ist klar, dass auch wenn die Grünen das nicht öffentlich zugeben würden, aber wenn man zu Energieflussdichte der Windenergie zurückkehren würde oder zu der noch verrückteren Idee von Professor Schellenhuber vom Wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung für globale Umweltveränderung, der ja die Dekarbonisierung der Weltwirtschaft gefordert hat, indem er nicht nur das Abschaffen von Kernenergie, sondern auch von Gas und Öl angemahnt hat, um ganz auf erneuerbare Energie zu gehen. Diese Energieflussdichte wäre höchstens ausreichend, um 1 bis maximal 2 Milliarden Menschen zu ernähren. Wenn man also die Frage stellt, wer soll denn verschwinden? Welcher Anteil der Bevölkerung soll denn verschwinden? Dann würde ich sagen, Professor Schellenhuber sollte der Erste sein, von diesem Planeten zu verschwinden. Und das ist zwar jetzt nur ein Witz oder ein versuchter Witz, aber offensichtlich sind diese Leute, die diese Politik durchsetzen wollen, drauf und dran, die Bevölkerung zu reduzieren. Und wenn man sich die aktuelle EU-Politik vis-à-vis Afrika anschaut, das ist die Politik dieselbe wie damals unter Cecil Rhodes, der in der Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert die Idee hatte, Afrika von dunkelhäutigen Menschen zu befreien und nur noch weiße Großlandbesitzer zu haben, die sich vielleicht noch einige Sklaven, dunkelhäutige Sklaven leisten. Das ist die Politik, die immer noch auf der Tagesordnung ist, denn die EU geht in afrikanische Länder und fordert erstmal Good Governance, also gute Staatsführung, bevor sie überhaupt Wirtschaftshilfe geben. Sie reduzieren, sie verlangen, dass man den Lebensstandard der Bevölkerung opfert, um Schuldendienste zu bezahlen. Die Chinesen
gehen dann wenigstens nach Afrika und halten keine Sonntagsreden, sondern machen harte Geschäfte und sagen, wir bauen eure Infrastruktur auf, aber wir wollen dafür Rohstoffe haben. Ich kenne nicht einen Afrikaner, der nicht diese Politik der EU-Politik vorziehen würde. Das ist offensichtlich nicht die Lösung. Und wir brauchen genuine afrikanische Entwicklung, denn Afrika ist wirklich in Gefahr, ganz zu sterben, trotz dieser Investitionen. Aber die Korrelation zwischen Energieflussdichte und Bevölkerungspotenzial ist eine ganz klar nachweisbares Politikprinzip. Und es ist ja absurd, Desertec in der Sahara zu bauen, um riesige Kabelstrippen in Richtung Europa zu bauen. Das ist also wirklich eine bestialische Aussicht für die Afrikaner. Eigentliche Frage ist, wir brauchen eine Bildungskampagne. Wieso kann es sein, dass fast alle Nationen, auch Japan, China und Russland, nach Fukushima völlig andere Schlüsse gezogen haben, nämlich, dass es wichtig ist, Kernenergie genauer unter die Lupe zu nehmen, denn das Kernkraftwerk in Fukushima war etwas fehlkonstruiert. Hätte man höhere Barrieren und Wände aufgebaut, dann wären die Dieselgeneratoren nicht von der Tsunamiwelle ausgenockt worden. Also es war ein mechanisches Problem. Und die einzigen Schlüsse, die Russland, China, Japan, Korea und andere Nationen gezogen haben, war, okay, wenn es Probleme gibt mit diesen älteren Leichtwasserreaktoren, dann werden wir ein Crashprogramm einrichten, um die inhärent sicheren Hochtemperaturreaktorsysteme aufzubauen, den Thoriumzyklus aufzubauen. Denn das sind Reaktoren, die ein physisches Prinzip in sich beherbergen, dass sie also abschalten bei den Problemen. Und dann letztlich die nächste Stufe der Energieflussdichte, also die Kernfusion, zu erreichen. Wir müssen die Sache komplett überdenken. Die Folgen der Energiewende, die durch die Merkel-Regierung vollzogen wurde, sind jetzt schon sichtbar. 20% des Mittelstands in der Industrie verlässt mittlerweile das Land. Wir müssen eine rationale Debatte haben, was ist das Prinzip der Energie, der Energieflussdichte. Warum ist eine Erhöhung der Energieflussdichte absolut zentral und wichtig für die langfristige Überstehen der Zivilisation? Und wir, also mein Ehemann Lindt LaRouche und das Basement-Forschungsteam hat eine ganze Reihe von Studien herausgebracht über die antientropische Entwicklung des Universums, die man nachweisen kann durch die existierenden Fossilien und Spuren in der Geophysik. Das ist ein Argument, das die gesamte Naturwissenschaft revolutionieren wird. In anderen Ländern passiert das schon, und wenn Deutschland nicht vollkommen hinten runterfallen will, dann sollte es wirklich mal aufholen und aufwachen.